Herbst 2015 begannen die vorbereitenden Arbeiten für die Errichtung eines etwa 100 Quadratmeter großen Anbaus mit mehreren Tiefkühlzellen an diesem Vierseithof in Braunichswalde. Will dieses Glas hinuntersenken. Die Esther springt in Scherben kurz und klein, zieht Glück und Zufriedenheit in diese neue Firma ein. So viel Stücke, so viel Glücke. Aus der Häselbart und Martin GbR entstand die Ökomarktgemeinschaft Thüringen-Sachsen GmbH, womit sich die Größe und Reichweite der Unternehmung erheblich vergrößerte. Hier nehmen regionale Produzenten die Vermarktung und Verarbeitung ihrer Produkte in die eigenen Hände. Ihnen geht es um die Nachhaltigkeit bei Ressourcen, den respektvollen Umgang mit Tieren, die Beachtung regionaler Kreisläufe und größere Transparenz bei den Wertschöpfungsketten. Die gemeinsam erwirtschafteten Mittel fließen wieder in die beteiligten Höfe zurück. So wird sichergestellt, dass Lebensmittel aus der Region nach bestimmten Richtlinien hergestellt, in Bioläden und Großküchen geliefert werden, die Schulen und Kindergärten versorgen. In dem Zusammenhang konnte ein Büro eingerichtet, neue Hard- und Software erworben und vernetzt und ein Kühl-LKW angeschafft werden. Das Projekt wurde mit 200.000 Euro aus dem Bundesmodellvorhaben Landaufschwung zu 75% gefördert. Ein nicht unerheblicher Eigenanteil stammt aus ehrenamtlichen Arbeitsleistungen oder von den Gesellschaftern. Viele Hände, ein schnelles Ende. Ja, und jetzt stehen wir hier und sehen unseren übergroßen Kühlschrank, auch auf Rädern, mit Hilfe von Landaufschwung und deren Geldern und Möglichkeiten wurde hier ein Grundstein gelegt für ein Unternehmen, um regionale Kreisläufe zu verbinden und damit unsere Produzenten zu unterstützen und deren Vermarktung vorantreiben, damit regionale Produkte in der Region vermarktet werden, das Geld in der Region bleibt und wir für unsere eine Zukunft für unsere Kinder auch damit schaffen. Wer das Projekt unterstützen möchte, kann dies mit einem privaten Darlehen tun, das auf 3 Jahre zu einem Zinssatz von 2% festgelegt ist, wobei die Zinsen auf Wunsch auch gerne durch Produkte der Erzeuger abgegolten werden können. Es war schon toll, wo ich Anfang April gestartet bin und mit dem LKW Richtung Jena rollte und sicher war nicht die Masse an Ware an Bord, aber der Anfang ist auf jeden Fall gewacht und wir wissen, in welche Richtung es geht und natürlich mit dem Hintergedanke, dass das nur der richtige Weg ist und die Zukunft sein kann, diese ökologischen Kreisläufe hier in unserer Region zu stärken.